Hallo und willkommen wieder bei Cyberpunk 2077. Und ja, wir sind dabei, jetzt Nebenmissionen zu machen. Und ich würde jetzt mal schauen, was wir noch hier haben. Also wir haben, ich muss sagen, ich habe jetzt mal so den Erkundungsteil des Let's Plays, habe ich mir hier die ganzen Sachen vorgenommen. Also ganz Watson ist erledigt, ganz... Wieso ist hier noch eine Mission? Das gehört doch zu Westbrook. Das habe ich aber gemacht. Komisch. Das sehen wir uns nachher nochmal an. Und dann haben wir hier noch ein paar Missionen zu machen in den Badlands. Und dann sind wir auch da wieder durch. Also ich habe hier schon alles in den Badlands gemacht, was es zu machen gibt. Das war nicht so ganz einfach, denn da ist alles Wüste. Aber in dem Teil des Let's Plays, wo es ums Erkunden geht, da werdet ihr das mal sehen. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Afterlife und sprechen mit Nix und machen die Mission Spellbound. Also nicht wundern, wenn ihr seht, dass ich sehr viel neue Items habe, das liegt nämlich am Erkunden. Und da habe ich sehr viel gesammelt und bekommen. Nix war doch irgendwo hier. Ja, hier ist die, oder? Gut. Und jetzt konzentriere dich. Ja, das ist Hope. Moment. Sprich mit Nix. Wo sind die? Weg. Lee, Alter, hör mal. Ich hab da was für dich. Ein schnelles Geschäft. Interesse? Hey, von einem Netrunner zum anderen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, gern doch. Wenn Rogue dich cool findet, tue ich das auch. Ah ja. Das ist ein Quick Hack, oder? Ja, das ist ein Quick Hack. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den nehmen will. Okay, schieß los. Bleib nett unterwegs, verstehst du? Dabei habe ich eine interessante Annonce entdeckt. Sag nichts, lass mich raten. Potenzverstärker? Oder ein Mr. Stud? Billig und wie neu. Ich bin ein seriöser Mensch, wie. Deshalb interessieren mich auch nur seriöse Angelegenheiten. Jemand verkauft ein Grimoire. Eine Ausgabe von vor dem ersten Netzzusammenbruch. Du kennst dich ja aus, weißt, wie viel so eine Software kosten kann und wie viel sie dir einbringen könnte. Ich soll dir das Teil klauen, oder? Nee, du musst das verdammte Ding nicht klauen. Nur kaufen. Ich zahl dir das Doppelte. Du schickst mich zum Einkaufen los? Soll ich noch einen Kasten Nicola und Algenchips mitbringen? Denk doch mal nach, wie. Da will jemand eine absolute Rarität abgeben. Wer ist bereit, sowas zu machen? Jemand Abgebranntes, wie. Und solche Desperados haben eine unangenehme Seite. Sind unberechenbar. Ein falsches Wort und sie ziehen die Knarre. Darum musst du den Verkäufer treffen. Du würdest damit fertig werden.
Na gut, machen wir's. Okay, mach ich. Ja, yeah, klasse, Mann. Ich schick dir die Infos zum Verkäufer. Viel Glück bei der Transaktion. Ja. Hey, komm mal rüber. Suchst du nach dem Buch? Sieht ganz so aus. Der Preis ist nicht verhandelbar. Du bezahlst den vollen Betrag bei Übergabe. Klingt deutlich. Einverstanden. Gut. Ich hab dir die Adresse geschickt. Und komm allein. Nein, das Teil will ich nicht. Nein. Ich nehme den hier. So kann ich den ganzen Fuhrpark rufen. So, wir nehmen die Edelkarosse. Also dieses Auto ist so brutal schnell. Und bremst so schnell runter. Also für mich bisher, glaube ich, das schnellste Auto, was ich besitze, läuft 210, 215 um den Dreh. Das habe ich mir gekauft. Wir hatten diese ganzen Nebenmissionen gemacht. Ich hatte so viel Kohle über. Da habe ich mir gedacht, komm, das machst du jetzt. Und ja, was kam dabei raus? Was hast du gesagt? Ups. Was zum Teufel soll das? E9. 5. Nein! Oh, das war ein Fehler. Ein verfickter Riesenfehler. Oh, Scheiße. Ich wollte gerade auf X drücken, um mich zu heilen. Ach du Scheiße. Aber das will ich nochmal testen. Klingt deutlich. Einverstanden. Gut. Ich hab dir die Adresse geschickt. Und komm allein. Gut, das machen wir jetzt auch. Ich speichere nochmal davor, weil ich will das gerne testen. Weg mit deiner Billigkarre. Was
Also wenn ihr selbst mal Cyberpunk spielen wollt, also die Nebenmissionen und auch diese ganzen Erkundungen, die lohnen sich tatsächlich extrem. Also da kriegst du so viel Geld und so viele Loot und Waffen, also mehr als empfehlenswert. Ups. Alter! Also die Engine ist teilweise noch echt mega verpackt hier. Ich hatte jetzt auch in den Erkundungen mal solche Situationen, wo halt... So, ich gehe jetzt mal da hoch. Ich speichere mal kurz. Ich will nämlich kurz noch was testen. Mal schauen, was passiert, wenn ich das Ding hacke. Ja. Oh, das war ein Fehler. Ein verfickter Riesenfehler! So. So, das war's schon. Wir spielen ja die nicht so freundliche Version und nutzen natürlich unsere Macht aus. Sein. Mindestens. Ich hatte einen, weißt du? War damals der geilste Scheiß. Alles klar, Johnny. AKA Charlie Sheen. Öffne das Splittermenü. Bitte. Kann ich hier was machen? Da wird nichts geladen.
Kann ich den überhaupt noch hacken jetzt? Okay, fallen lassen ist gesperrt. Ich denke, das geht jetzt gar nicht mehr, oder? Welcher ist es? Ach ja, das sind ein paar Gespräche hier. Ach, hier ist es. Ja. Also, Grimoire. Die BBS-Gerüchteküche hat also doch mal was Wahres zusammengekocht. Diese Zeta-Tech-Festung ist ein verdammtes Alcatraz. Modifizierte Pitbulls an jedem Eingangsport, Speedtraps und Sia an den Zugangspunkten. Sobald man den Fuß in ihr Netz setzt, hetzen sie einem eine Flatline auf den Hals. Netter Versuch, Zeta, aber mit ein wenig Artwork und Killer V war die Sache gegessen. Aber mal im Ernst, einfach war es nicht. Meine gute alte Elisla hat am Ende geraucht wie ein Vulkan, aber es hat geklappt. Klingt unglaubwürdig, seht's euch selbst an. Ich habe eine kleine Nachricht oben auf Zetas Festung hinterlassen, wo die früher ihr Logo hatten. Spider-Murphy war hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, er hat es tatsächlich gemacht. Batmos hat Data Crash auf das Net losgelassen. Das ganze Netz zerfällt hier vor meinen Augen. Daten verschmelzen, Festungen fallen in sich zusammen, wie Kartenhäuser, Einsen und Nullen überfluten die Datenströme. Der internationale Aktienmarkt flippt völlig aus. Der Dow Jones ist in einer Stunde um 100 Punkte gefallen. Der CEO von Kang Tao hat sich umgebracht. Netwatch rennt rum wie ein kopfloses Huhn. Ich fasse es nicht. Das war's mit der Welt von gestern. Tod den Konzernen. Wuhu. Batmos hat sich geirrt. Wir alle haben uns geirrt. Das Net war wie ein Spiegel für unsere Träume und Gedanken, unser Leben. Batmos hat den Spiegel zerschmettert und dachte, das würde reichen.
Aber man sieht sein Spiegelbild ja immer noch in jeder Scherbe. Statt einem Spiegel haben wir jetzt Tausende. Jeder Konzern, jeder Staat, jede Gang hat jetzt ein eigenes Netz, das sie ohne jegliche Regeln und Rechenschaft kontrollieren. Die Überwachung hat nicht aufgehört. In den Händen derer, die unser Leben beherrschen, ist sie noch viel schlimmer geworden. Sie sind die Muaren der Gegenwart, die mit ihren Chromfiguren die Glasfaserkabeln unseres Schicksals spinnen und sie eines Tages ohne Vorwarnung kappen. Sie wissen um unsere Frustration. Sie blicken hinab auf unsere vergebliche Auflehnung gegen das unvermeidbare Schicksal und sie lachen. Sie lachen so laut, dass die Welt bis in ihre Grundfesten erbebt. Ich glaube, die Karre kommt leicht. Aber noch fährt sie. Von daher nicht wirklich schlimm. Weg mit deinem Trabi. Das hier drunter? Na gut, ich gehe nach unten. Nein, keine Zeit. Und? Hast du das Grimoire? Hast du meine Eddies? Wie ich schon sagte, wie. Ich bin ein seriöser Mann. Der vereinbarte Betrag, alles deins. Vielen Dank auch. Nichts zu danken. Das Geld hast du verdient. Mhm. 11.200. Geil, wir haben nichts ausgegeben. So soll's sein. Nein, noch immer keine Zeit. So. Was machen wir dann jetzt? Ich würde mal sagen, wir sehen uns hier diese Nebenmission dann noch. Ich weiß nicht, wieso die da ist. Also das ist die Hauptquest. Und dann werden wir nochmal das hier machen. Also die hier sind auch fertig alle. Obwohl, die hier sind auch alle fertig. Wir haben da 8 von 8. Wieso ist da jetzt noch eine Quest? Das verstehe ich nicht. Und ja, mal schauen. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Ach, was gefällt mir denn?
Komm, nehmen wir die Karre. Ach, Befehl erlassen? Was? Oh nö, komm. Lass gut sein. Und schon sind wir den Haftbefehl los. Also ich glaube, die Karre hier habe ich auch. Also ich freue mich so auf das neue Update von Raytracing. Da bin ich mal gespannt, wie das sich auf meinem PC auswirken lässt. Ja, du Vogel. Er springt dann schon bitte von fahrendes Fahrzeug. Also es gibt schon Autos, die haben echt nervige Sounds. So, jetzt reicht's. Oh, weia. Hab was für dich! Wir verlieren Leute! Was? Nee. Ich habe hier einen Kunden. Eigentlich ist es Nancys Sohn, dem was geklaut wurde und er es wiederhaben will. Ja, die Nancy, die bei Samurai in die Tasten gehauen hat. Eine Sache noch. Wenn du das Auto von dem Trottel mitbringen könntest, wäre das prima. Interessiert? Wenn ja, sind die Details im Anhang. Ja, kann man machen, ne? Also, ich lese das hier mal im Stillen durch. Na gut. Ich speichere mal kurz, damit wir das nicht immer alles wieder neu machen müssen. Und dann laden wir die Knarren durch, oder die hier.
Du bist tot, Freundchen. Raus, Püppchen. Ich hab die Schnauze voll. Danke, danke. Hab was für dich. Da. Nimm den Abfahren, wo es weh tut. Fuck, der macht uns fertig. Shit. Noch wer? Ich glaube nicht, ne? So, dann hacken wir mal alles hier. Also ich durchsuche immer alles, so wie ihr das auch kennt aus den Erkundungen.
Ja. Also ich bin jetzt nicht so darauf angewiesen, dass da alles auf Maximum ist. Deswegen, ich spiele jetzt hier nicht, um diese ganzen Rätsel hier komplett auszumaxen. Das ist doch das gleiche Auto wie ich habe, oder? Gut, ich hole mir kurz hier vorne bei den ganzen... ...Leuten meine Items ab. So, damit hätte ich alles. Munition wäre noch nicht schlecht. Das Auto habe ich doch auch, ne? Ist ein Bugatti-Verschnitt. Geiler Gig. Danach waren meine Stimmbänder so im Arsch, dass ich eine Woche nicht reden konnte. Oh, muss großartig gewesen sein. Was, der Gig? Nein, eine Woche ohne dein Gelaber. Ach, dann ist er ruhig. Thank you.
Nee, meiner ist noch anders, aber den habe ich doch auch, oder? Den Bugatti habe ich doch auch, oder? Ich hab deine Bootlegs. Hä? Welche Bootlegs? Wovon redest du? Die von den Samurai-Konzerten, die ich besorgen sollte. Oh, okay. Sag das doch gleich. Scheiße, Mann. Hast du auch die Karre? Sag mal, bist du high? Was denn? Problem damit? Du hast echt keine Ahnung, was es heißt, Promi-Kind zu sein. Versteht keiner. Außer vielleicht Yorinobu Arasaka. Kommst nicht klar mit deiner Mom, hm? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht mal, wann ich sie zuletzt Mom genannt habe. Sogar für mich ist sie nur Bess Isis. Nicht Mutter oder Nancy. Die unglaubliche, einzigartige Bess Isis! Scheiße. Hab den Wagen unten geparkt. Der Schlüssel steckt. Was? Dein Ernst? Das ist ja der absolute Amateur! Vielen Dank! Ja. Richtig gute Arbeit, Vee. Unser Kunde ist froh, dass er die Aufnahme und auch noch das Auto bekommen hat. Wenn der Kunde zufrieden ist, ist der Fixer es auch. Und du hoffentlich auch. Auftrag erledigt. Deine Bezahlung ist unterwegs. Mhm. Ey, 12.000, nice. Da sage ich nicht nein. So, wir müssen erstmal gucken, was wir noch verkaufen können, weil ich glaube, habe wieder zu viel. Die haben eine Handfeuerwaffe, die ist ikonisch. Ich glaube, ich nehme die mal. So viel Gutes war jetzt nicht dabei, aber wir verkaufen mal. So, nochmal 11.000 hinzu. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.